Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardew Valley mit dem guten alten Pappnase und unsere Gießkraft. Nein, unsere Mitspielerin Layla. Hallo, grüßt euch. Hallo. Hi. So, ja, es geht weiter in unser wunderschönes Spiel. Ich habe ja noch hier von der letzten Folge diese wunderschöne Stegi oder warum auch immer. Und ja, guck mal, was wir heute treiben können. Die sind schon fleißig. Ich geh mal zum Samenmann, es ist alles kaputt. Du bist zum Samen. Ah, ja. Zur Samenbank, ja. Gut, guck mal hier, ich habe da was reingetan. Ich habe Sommersamen. Wir bräuchten noch mal so eine Vogelscheuche. Kann ich leider noch nicht bauen. Hier müsste ich. Ist, glaube ich, noch eine in der Dings drin. Eine ist noch in der Truhe. Kiste. Warte mal kurz. Melonen im Sommer. Und Sternfrucht. Sommerfrucht. Also, wir haben jetzt Sommer. Jetzt darf ich sowas pflanzen. Ne? Hallo? Ja. Tu es. Das hier, eine Sternfrucht. Ja, die soll, die tut da ein bisschen Leben auffrischen und gibt da auch ein bisschen Geld. Also, wie ich weiß. Separat, hier. Tim hier unten auch, hier unten auch. Ja, ich vergesse das immer. Zweite Folge dabei und schon am Meckern. Also, fängt da gut an. So. Steine können wir wegpacken, verbrauchen nur Platz. Mann, du bist aber fleißig. Na klar. Also ich muss jetzt echt mal ganz kurz Google konsultieren. Was ist denn? Welche Samen den besten Verkaufswert? Im Sommer. Weizen. Früh, glaube ich nicht. Alle 4 Tage. Doch. Pastinake. Weizen dauern nur 4 Tage und wenn man Sprenkler und alles hat, macht man so schnell Geld damit. Dünger interessiert nicht. So. Ja, die verkaufen sich aber auch für weniger. Darum geht die Rechnung nicht auf. Ich geh jetzt die beiden scheiß Geoden aufmachen. Ich bin so neugierig. Oder, Mais. Bin mir nicht sicher, ob das auch schon jetzt geht. Mais? Ist meistens Mais. Sommer? Sommer und Herbst. Vielen Spielen. So. Ja, ich kenn mich mit Gemüse also nicht Blueberry. Aus. Ich esse super gerne Möhre. Im Spiel glaube ich eher weniger. Nee, hier ist die Möhre irgendwie eklig, weiß auch nicht. Blaubeere? Nee, ich glaube, da schmeckt der eher Kohl besser. Ach, hier ist Kohl. Cauliflower und so. Hier ist Kohl das über Gemüse. Superfood. Beefy ist oben eingesperrt. Beefy. Okay, Geoden aufmachen, der hat bestimmt noch zu, ne? Nee, der möchte jetzt schon aufhaben. Ja, der müsste. Er hat schon auf. Man, kennst du das Spiel auswendig? Ja, ich spiele das schon auf meiner Nintendo Switch, spiele ich das. Ich bin auf meiner Switch ehrlich gesagt viel weiter als sogar hier am Computer. Ehrlich? Und ich kann es auch überall in Bus, Bahn und so, überall spielen. Das macht voll Fun. Oh, das nur ist halt cool. Nicht Koop. Ich habe wieder ein paar Steine gefunden, die ich spenden kann. Vielleicht gibt es ja wieder eine schicke Sommerbelohnung. Das wäre ja toll. Dann wäre es ja ganz frisch Sommer. Oh, da merkt man direkt. Ist viel wärmer geworden. Geode habe ich auch bekommen. Boah, kostet aber, ne, die Dinge aufzumachen. Ist nicht schlimm. Die paar Piepen haben wir übrig. Das ist ja mein ganzen Tisch schon voll im Museum, Pappnase. Ja, ich habe auch noch ein paar. Glaube ich. Die Schriftrolle? Die Schriftrolle aufheben, die kannst du verwenden, um bei jemandem als Freund gut zu landen. Okay. Die brauchst du nämlich, um letztendlich den zu verstehen. Kann man denn auch mit Frauen interagieren? Du kannst. Es gibt bestimmte Leute wie Abigail, die mögen Amethysten gern. Aha. Die kannst du sogar heiraten. Ach du jemand. In meinem Spiel auf meiner Konsole, da habe ich. Wen habe ich da geheiratet? Shane. Shane habe ich geheiratet, den alten Säufer. Shane hat sie sich. Ja, den Säufer. Und was ich auch gemerkt hat, ist, wenn man mit der Mutter von Shane, die unten unter unserem Hof ihr zu Hause hat, wenn man die befreundet ist, merkst du, dass sie was mit dem Bürgermeister am Laufen hat. Oh nein, wo bin ich denn lang gelaufen? Ich trottel. Mit dem Bürgermeister, okay. Guck mal, wir kriegen Geld. Ich bin jetzt falsch gelaufen, jetzt gucke ich trotzdem mal, was hier so ist. Tapete? Warum kriegen wir Geld? Warum? Ich habe meine Post aufgemacht. Mami und Papi haben mir Geld gegeben.
Echt? Und im dritten, im dritten Jahr kommt was ganz Besonderes. Nicht sagen, nicht sagen. Sag ich auch nicht, deswegen ist es ja was Besonderes. Ich will das Besondere selber erleben. Aber dritte Jahr dauert noch eine Zeit. Ja, dauert noch so eine Zeit. Aber der wird jetzt auch demnächst nochmal kommen. Also die Überraschung. Okay. Nix verraten. Kein Spoilern hier. Sonst müssen wir nicht, werden wir nicht mit unseren super starken Waffen zerschlagen. Wie war's denn? Bin ich entlassen. So. Kauft denn einer Samen, oder? Ja, es gibt so viele Samen. Ich weiß gar nicht. Voller Energie, ist doch gut. Wo bin ich denn? Was ich auch gemerkt habe, ist, wenn alle bis auf einer im Bett liegen, tun sie Energie regenerieren. Aber ich glaube, das wisst ihr ja schon, oder? Nein, was denn? Wenn jetzt zum Beispiel ich irgendwas machen muss und Tim keine Energie mehr hat, kann er sich zuerst ins Bett legen und kriegt dann Energie Stück für Stück, aber langsam. Aha. Dann muss ich da allgemeine Energie. So. Das steigert sich nämlich meine Energie. Während ihr weg seid, kann ich nämlich weiter den Hof sauber machen. Das macht dir Spaß so? Ja. Aber wenn man dann nur noch tagsüber zu den, wenn man Tiere hat, den Tieren besuchen geht, die melkt, die Schere nutzt, um die Schafe, die Wolle abzuziehen, dann die Hühnereier nimmt, die noch in die Produktionsdinger reinsteckt, hat man schon keine Lust mehr, weil das einfach nur noch rumgerennt ist. Okay. Okay, super Attacke hier. Wow. Schlaf doch, ich guck auf eine andere Richtung. Ach, das ist unser Ball. Ein bisschen Eisen mit nach Hause bringen. Wir haben halt 5 Eisenbarren, Pappnase. Oh je, das Geld ist weniger geworden. Pappnase, der Kopf. Der ist wieder im Sexshop unterwegs. Das sehen wir auf unserem Gemeinschaftskonto, Pappnase. Mir doch egal. Der Spielsucht, das ist eine Spielhalle. Bitte warten. Ich würde noch mehr farmen, aber... 58. Welches Wetter wird denn morgen? Klar, mehr Arbeit, sonnig. Scheiße, das kann ich nicht. Alter. Was denn? Das wird so gewaltig. Was wird gewaltig? Das hört sich gut an, sag. So, ich habe 100 mal Peperonisamen, 40 mal Blaubeeren, 30 mal Radieschen, 20 mal Hopfen und 40 mal Weizen. Ja, bist du denn das Wahnsinn? Wo soll das denn hin? Das Weizen habe ich nur zur Liebe für leider gemacht. Ich dachte für mich, Weizenbier? Nein. Dafür habe ich Hopfen. Das ist gut. Das brauche ich. Aber ich werde es nutzen, um mir auf der Toilette den Popo abzuschmieren. Mach mal, ich habe auch Hopfen im Garten in Real Life. Ich brauche eure Hilfe, ne? Jetzt hier. Das ja, ich bin doch da, ich bin nur ein bisschen niedriger. Ein scheißschweres Unterfangen. Ich erlebe hier die größten Abenteuer der Mine für euch. Dankbar, dass ich mein Leben hier riskiere. Beeil dich mal. Beweg mal dein Popo nach Hause, dann können wir mit dem Guard arbeiten. Ich bin zu Hause. Oh. Ja, hier, ich warte. Das will ich aber noch. Ich mach jetzt rein. Alles hier kaputt, was Tim falsch gebaut. Hä? Nein. Ja, dann müssen wir uns aber beeilen. Ich habe keinen Platz mehr im Winter. Was mit dem Geist? Mal guck doch mal da unten. Das brauchen wir nicht. Okay, guck mal, das Eisen noch. Also die Geister sehen nicht gruselig aus, sie sehen total bescheuert aus. Oh, ein Geschenk auf Stufe 60. Ein Schwert neues. Das ist bestimmt schlechter. Du als Kristall. Nee, du musst nicht den ganzen. Da oben kann ruhig bleiben. Hä? Pappnase, könntest du die Türen einsammeln? Ich habe 50 kristallische Kraft. Scheiße, Mann, wir verschwenden gerade hier schon einen Tag. Ich habe die Dings nicht dabei. Kacke. Ja, dann 20 Uhr kriegen wir das noch hin von der Zeit. Weiß ich nicht. Tim ist ja nicht da. Tim ist an allem schuld. Tim! Ja, ich glaube, wir brauchen deine Hilfe. Das Kristallenschwert ist voll Müll. Warte. Bring doch schnell ein bisschen Eisen mit. Kohle habe ich ja auch ein bisschen gesammelt. Okay, ich fand jetzt schon mal das ein, was irgendwie am längsten braucht. Muss auch langsam nach Hause, diese Treppe sofort. Also die Höhle ist geil. Ich habe richtig Spaß an der Höhle.
glaube ich dir. Du musst auch nicht die Farmarbeiten machen. Die Mähne verlassen. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Aber wenn man jemanden hat, der mit einem spielt, dann geht das. Das ist einfacher, als wenn man es alleine spielt. Da war es voll Ewigkeiten. Ja, bis man das haben wir schon gemerkt. Ohne Poppy Papp wäre ich hier aufgeschmissen gewesen zum Start. Ich habe 14 Eisenerz gesammelt. Ey, wenn jetzt irgendjemand nochmal so einen Ring hat wegen Licht, ich bräuchte das. Leider nein. Nein. Was ist das denn? Weintraube habe ich gefunden. Ach ja, klar, wir haben Sommer, jetzt wächst ein anderes Zeug. Oh, Mist. Halt, Pappnase, ich habe keine Energie mehr. Ich habe aber noch ein bisschen. Ein bisschen, ist gut. Oh, was ist denn hier los? Ich bräuchte das Licht. Ich brauche Licht hier hinten. Ich bin noch blind. Warte mal, das sind, glaube ich, hier diese Rankenkacke, ne? Ja. Ja, muss aufpassen. Ja. Nicht, dass du die doof setzt. Du musst mindestens immer einen Abstand lassen. Halt, ich will doch nicht bei Tim in dem Bett. Du kannst ruhig bei mir im Bett schlafen. So. Glaube ich dir. Humbug. Das ist noch dick Zeit. Mach hier Stress hier. Tim, du musst gießen jetzt. Ich muss nicht gießen. Ich bin hier der Schmied. Doch, du musst gießen. Oh, ich bin hier der Schmied. Ich bin noch ein bisschen im Bett, vielleicht habe ich da noch ein bisschen mehr Energie, um euch zu helfen. Wir hätten 5 Eisenbarren da, ne? Gleich, glaube ich. Dann könntest du. Die Eisenbarren sind gerade völlig egal, Tim. Aber was ist denn mit der Gießanlage? Ja, die kommt auch noch irgendwann. Ja, ich kann halt wirklich gießen ohne Licht. Das ist das Lustige nachts. Kann man nicht gießen? Ja, doch. Man kann nachts gießen, nur ohne Licht sieht man nichts. Hier ist alles gegossen. Okay, ich gebe zu, den einen habe ich da recht doof gesetzt. Na, sie kann man, also ehrlich, ich muss ja denn alles alleine falsch machen. Man kann aber um die Ecke gießen. Ach ja, stimmt, kann man ja. Hä? Das geht ja noch, man kann so schräg um die Ecke gießen. Das funktioniert. So, jetzt brauchen wir hier noch Felder, weitere. Ja, jetzt gehen wir erstmal, ich habe gar keine Energie, ich kann gar nicht mehr. 0 Uhr. Hier, gibt was, kann ich dir was schenken. Wo bist du denn? Was? Ich geb dir gerade hoch. Weintraube kann ich dir geben. Ja. Du musst mich anklicken. Muss man da für mich anklicken? Ich muss dich anklicken, ist mir schon klar. Hast du was kaputt gemacht, Bob-Nase? Was? Nein, ich hab nichts kaputt gemacht. 38 Energie bekommen, immerhin. Ja. Okay, nur 40. Ups. Da ist alles gegossen, wie ich weiß. Nein. Nein? Ja. Nein, du läufst mir gerade über den Hitmarker halt drüber. Entschuldigung. Jetzt kannst du wieder. Schneller. Was ist das? Was ist das? Pepperoni. Was ein Durcheinander. Pappnase, hast du auch Melonensamen geholt? Glaube ich nicht. Melonen wachsen hier. Okay, dann. Hä, waren das nicht die Sterndinge? Nee, eigentlich. Ich hatte nur eine da oben. Das Sternding. Ah, okay. Weil, ist wichtig. Okay, weil komm, scheiß drauf ins Bett. Guck mal, die Uhr. Hier war irgendwo noch eins, was gegessen werden musste. Oh, na, egal. Ich kann. Wieso macht der? Einer von du darfst nichts in der Hand haben. Ganz genau 2 Uhr, wir haben es geschafft. Das war knapp. Minenarbeitsstufe 3, eine Spitzhacken-Effektivität. Kochrezept, Bergarbeiter Leckerbissen. Lutscher? Welcher Bergarbeiter ist denn so ein Loddy? Ja, du, wenn du keine Energie mehr hast. Ja gut. Übungsflüssigkeit, okay. Was für ein Wetter wird morgen? Zeig mal. Oh, sieht aus, als würde sich ein Sturm nähern. Rechnet mit Blitzen und Donner. Also es wird regnen. Morgen, also... Die Götter sind mir wohlgesinnt. Das ist schon mal gut. Das bringe ich gleich weg. Nein. Komm an. Aber ich habe letztendlich doch alles gegossen. Ist doch gut. Wir haben ja geleuchtet für dich. Alles gut. Ja, nee, am Ende war noch eins da. Das habe ich ganz genau gesehen. Und dann war der alle schon im Bett.
Klar, wir Frauen müssen den Rest hinkriegen, damit alles gut endet. Super. So, Grüße, Drastan Schmidt. Es freut uns, dir mitteilen zu können, dass du der beste YouTuber der Welt bist. Dass dein Hof nächste Woche in der aufgepassten Kolumne der Sterne und blablabla. Ja, langweilig. Können wir nochmal eine Belohnung ab. Ihr gießt ja fleißig, ne? Ja, nur Energie habe ich wahrscheinlich auch gar keine mehr. Ich war voll. Warum hast du keine Energie mehr? Achso, schon verpulvert oder was? Naja, guck doch mal an, wie weit ich schon im Gießen war. Wie, du machst jetzt... Ja. Was denn? Ich brauch Platz. Ich hab noch 80 Samen. Ich brauch Platz. Du musst gucken, dass du ein bisschen Platz zwischen hast für die Vogelscheuchen. Wie sollen wir das Vogelscheuchen gehen in alle Richtungen 4 Stück. Wie sollen wir das denn alle gießen? Kriegen wir hin. Geht nicht, gibt's nicht. Ja, aber von der Ausdauer her geht das ja schon technisch gar nicht. Ja, dafür gibt's Obdach. Dafür kann man sich was zum Essen machen. Ja, stinkreich sind wir da. Man kann ja auch die Riegel machen. Wenn man eh Holz fällt, kann man ja dann die Sache nehmen und sich Riegel machen. Keine Belohnung? Oh Mann. Zwergenschriftrolle 3 gespendet? Immerhin. Okay. Ich hoffe, du hast noch eine. Nein. Ich spende ja alles. Ja, man braucht die... irgendwann kannst du nicht alles doppelt spenden. Nee, weiß ich. Dann ist es ja nicht... Und wenn du dann... Man gibt 4 Schriftrollen. Die 1, die 2, die 3 und die 4. Und diese 4 musst du einer Person geben, die in der Höhle wohnt. Rechts. Aber da brauchst du eine bessere Spitzhacke dafür. Ach, das ist doch noch 100.000 Jahre hin. Nee, bei mir war es nicht lang. Hab kein Jahr dafür gebraucht. Okay. Kein Jahr, das ist ja nix. Alleine. Zapp. Es sieht aus, als ob ich gießen helfen sollte, oder? Ach, Quatsch. Na, Tim, geh du ruhig wieder in die Mine. Minenarbeiter. Ich kann krieg das schon hin. Ich muss nur ein bisschen Energie tanken im Bett. Ja, ich werde trotzdem ein bisschen. Ich kann ja nicht nur Minenarbeit machen. Ja. Ein besserer Exit, der Baumstamm hier nervt voll. Wie kriegen wir die? Indem man Kupfer holt. Nein, Kupfer und dann mit Geld beim Schmied abgeben kann. Geht aber immer nur eine. Die braucht dann ein paar Tage, bis der Typ. Oh. Der Schmied fertig ist. Ich muss mal ganz kurz Energie auftanken. Ja, wir übertreiben ja gar nicht hier. Der Schmied, der will Arbeitszigarette rauchen. Was? In Stadio Welle raucht keiner. Doch, mein Charakter tut das. Er trinkt auch Alkohol. Harten Alkohol? Mhm. Bestimmt. Schwachsinn, ey. Selbst distillierter Alkohol. Im nächsten Jahreszeit, da helfe ich euch mal hier das Ding hinzukriegen, weil jede Vogelscheuche hat Platz, also schützt die Pflanzen 4 Stück in alle Richtungen. Das heißt nach oben 4, nach links 4, nach rechts 4 und 4 nach unten. Dann nochmal 4 nach unten und dann kann man erst die nächste Vogelscheuche hinzustellen. Und das Wasserding, diese Wassersprengler, der bringt erst was, wenn er wirklich 8 Felder um sich herum bewässert. Das andere bringt einem gar nichts. Diese 4 Felder. Du verbrauchst ja ohnehin Geld und kannst gar nichts damit anfangen. Wir haben keine Ahornsamen. Wolltest du Kekse machen? Ja. Ich möchte einen Ahornsamen. Oh, dieses gigantische Feld ist gegossen. Gut, dann gehe ich mal kurz schlafen und hole noch ein paar Samen. Das heißt schlafen, du gehst. Im Sinne von Barmsack. Ich leg mich in mein Bett. Was für Samen? Diese Ahornsamen, damit du auch das Zeug herstellen kannst. Ach, damit kann man kaufen. Nein, Bäume fällen. Alle Bäume fällen auf. Ey! Was machst du bei mir? Löffelchen. Das ist nur eine Taschenlampe. Bitte was? Ihr geht wirklich raus. Verdammt. Ich musste alle einen Hut haben. Tja, wenn du in mein Bett, schlafe ich in deinem Bett. Jetzt kommt er wieder. So, 40 Samen habe ich noch. Ach du Scheiße. Jetzt darf nur nicht Ding schlafen. Bist du nicht? Achso, bist du das bei mir? Ach, guck mal. Ich das nicht. Das hätte ich dein Freund sehen. Nee, ich habe einen Hut auf. Von der indischen Musik gerade? Nein, ich möchte nicht ins Bett gehen.
Aber es sieht jetzt 1A aus, als hätte ich dir einen Hut auf. Wow. Ganz schön wild hier drin, ne? Vor allem haben wir hier überhaupt Platz. Na klar, Mann. Mein Hut ist in dir, oh. Ja, nee, dein Gesicht ist hinter meinen Haaren. Doch, ich bin fertig. Ich noch nicht. Ich brauche so eine Kippe und will schlafen. So, Das Bett ist zu eng, ich habe noch nicht den ganzen Schlaf aufgeholt. Du sagst, der Kupfer. Brauchen wir nur Kupfer abgeben beim Schmied? Kupfer, 5 Kupfer brauchen wir, damit eine Spitzhacke. Kostet doch auch Geld, oder nicht? Ja, 5000 oh. Oder 1000, ich weiß es gerade nicht. Dann spare ich mir den Weg jetzt und tue das Kupfer wieder zurück. Oh, Geoden, 3 Stück habe ich übersehen, verdammt. Nee, die habe ich rein. Okay. Unsere Kiste wird immer voller, ey. Ich mach mal die Bäume hier weg, ne? Die stören von meiner Hütte. Was ich bei meiner Welt hier gemacht habe, ist ein großer Fehler gewesen. Oder bei meiner Welt auf meiner Konsole. Ich habe die Waldwelt genommen, nicht die normale Farmwelt. Das heißt, ich habe da. Es war so schwer, dann da Felder hinzumachen. Was? Da kann man eine Welt auswählen? Ja. Hab ich vergessen. Das ist schon zu lange her. Das ist schon die Folge 13 oder so jetzt. Oder 12. Naja, ist ja nur schon eine Jahreszeit um. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt. Nein. Ja, klar. Würde mir auch nicht einfallen. So. Geodenmann. Ha, wir haben Bifi vergessen, Wasser zu geben. Oh. Und dann? Oh. Tim, was? Der Bürgermeister hat dich erwischt, wie du eine Mülltonne durchwühlt hast. Ich dachte natürlich, dass das verboten ist. Doch, das ist, da geht die Freundschaft runter. Ach, oder willst du mit jemandem befreundet sein, der... Kann den eh leiden. Ja. Ich hab nur solche Freunde. Den Müll durchsuchen? Ja. Ich mach das immer heimlich. Also im Spiel. Ich bin da hingegangen, ob es geschlossen ist. Keine Geode auf, umsonst gelaufen. Ey, die Eisdiele hat auf. Eisdiele hat immer im Sommer auf. Das ist super, da kriegst du für ein bisschen Geld kriegst du was Leckeres, richtiges Eis. Bringt dir viel Energie, wie ich weiß. Cool. Also, kann sein, dass es nur eine Weile her ist. Ist das Sommer? Überleg mir mal. Die Gießkanne von 3 Leuten aufwerten kostet uns schon 15.000. Ja. Warum sehen die das aus 8 Kilometer Entfernung, die Arschlöcher? Das sind ja alle Mülltonnen-Detektive oder was? Ich war oben, vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Es wächst ja auch nichts hier. Ich will was pflücken, verkaufen, essen. Pflücken, Ende Sommer, Herbst, sowas in den Dreh kann man überall Beeren pflücken von den Büschen. Auch unten bei der, wie heißt die Dame noch? Biatch. Nee, meinst du die Dicke? Nein, das ist Shane seine Mama. Aber bei meinem Spiel hat die Kleine voll geweint. Die Schwester vom Shane, dass der Shane weggezogen ist. Zu mir. Oh. Hast du sie dann getötet? Ich bin geheiratet. Nein, sie hat nur geweint. Ich könnte keine kleine Kinder töten, noch nicht mit dem Spielen. Ich schon. Sind digital. Ich würde eher alte Omis töten. Nee, Kinder sind mein Ein und Alles. Runter. Ja, ich renne hier so ein bisschen blödsinnig rum, ne? Aber ich wollte eigentlich ein bisschen was pflücken gehen. Aber ich kann nichts pflücken gehen, das ist gemein. So, das Zeug, das jetzt wächst, das dauert doch 7 Millionen Jahre, bis es da ist, oder? Wo, bei uns? Einige Sachen, ja. Gewürzbeeren. Hier. Außer Betrieb. Ach, hier ist ja der Wagen. Das andere Ende. Oh, hier oben beim Bus ist das andere Ende der Lore, ja. Es gibt eine beim Busbahnhof, es gibt eine beim Schmied, es gibt eine oben in der Minenhöhle und es gibt eine, wenn du bei der Minenhöhle entlang vorbeiläufst, gibt es dann so eine Brücke, aber dafür brauchst du schon einiges. Du mit einem blöden Zaun, ist das so wichtig? Ja. Shit. Was denn? Nein.
Doch. Das ist nicht so wichtig. Das ist wichtig, wenn man dann Tiere hat, ja. Echt? Ich dachte, um die Tiere einzuzäunen. Okay. Um die Tiere dann einzuzäunen. Ja, ich mach das immer bei den Tieren. Ich bin fertig mit der Arbeit. Na, wir werden ja sehen, wenn irgendwelche Ratten unser Feld dezimieren. War ich jetzt umsonst im Bett oder was? Was warst du? Ich war jetzt umsonst im Bett, weil jetzt ihr schlafen geht. Weiß ich nicht, geht Tim, gehst du schlafen? Nein, jetzt, wir können noch was tun. Ist doch noch 21 Uhr. Was denn? Mir fällt auch nichts ein. Ich würde nämlich gerne noch ein paar Bäume fällen, aber viel Licht. Mal gucken, ob ich was sehe. Ich sehe viel mit meinen Lichtringen. Ja, ich habe aber keinen. Kannst du hier eine Fackel haben? Ja, eine Fackel muss ich mir immer nehmen, hinstellen und. Nicht hinstellen. Kannst du auch einfach in der Hand Alter. Nehmen. Für Holz. Ja, ja, Holz brauchen wir. Das haben wir einiges brauchen an Holz. Mit Papa, bist du schon im Bett? Wie Stein. Nee, ich lies gerade Post. Oh, Vogel. Zwitscher, zwitscher. Zap. Oh, Glühwürmchen. Ja, Glühwürmchen sind voll süß, die geben Licht. Was für eine Eiche, Quatsch, Eiche ist das schon. Was für Samen hast du gesucht? Alle. Ja, ich krieg immer nur die doofe Eiche, ey. Verlangweilig. Aber was ist, wenn alle Bäume weg sind? Ach nee, alle Bäume werden nie weg sein. Ja doch, es kann sein, dass alle Bäume weg sind, aber alle Jahreszeiten fangen dann wieder neu an zu wachsen. Okay. Muss man halt dann warten, bis man das Holz hat. Aber Holz kann man auch kaufen, kostet halt eine Menge. Aber das ist ja... Wir haben ja viel, wenn wir nichts wegkaufen. Wenn wir es verkaufen... Ja, nee, wir werden das Holz brauchen, um wieder Zäune für die Tiere zu bauen oder sowas. Ja. Ganz super erstmal. Stirb in den Busch. So, Baum. Jetzt habe ich keine Kraft mehr, jetzt muss ich ins Bett. Ich bin auch gleich ausgepowert. La la la. So. Ahornsamen. La la la. Alles in Ordnung hier? Du bist gar nicht im Bett. Voll Beschiss. La la la. Nein, ich bin im Bett. Eins von drei Leuten sind im Bett. Aha. Ich bin hier noch am Rumgurken. Ich sagte, ich bin im Bett. Ich sagte nicht, dass ich in meinem Bett bin. Aha, ich hab schon verstanden. Okay. Oh, wer sind Sie denn? Ja, warte, ich geh mich erstmal frisch machen. Ich bin im Bett. Oh, ja, wir auch. Und ich sag dann an der Stelle, danke fürs Zusehen. Das ist nicht mehr jugendfrei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Sunny Melly. Bis dann, tschüss. Tschüss. Oh, ich hoffe, warte, da müsst ihr noch was abwarten. Das ist gerade Event. Stimmt, da passiert was. Oh, das war's dann. Okay, war ein spannendes Event. Bis zur nächsten Folge.